Jesus war mit seinen Freunden auf dem Weg nach Jerusalem. Als sie in die Nähe der Stadt kamen, schickte Jesus zwei seiner Freunde voraus. Er sagte zu ihnen: Geht in das Dorf, das vor euch liegt. Gleich, wenn ihr hineinkommt, werdet ihr einen jungen Esel angebunden finden, auf dem noch nie ein Mensch gesessen hat. Bindet ihn los und bringt ihn her. Und wenn ihr gefragt werdet, was ihr da macht, sagt: Jesus braucht ihn. Wir werden den Esel später zurückbringen. Die Freunde gingen und fanden den Esel. Sie banden ihn los. Der Bauer, dem das Tier gehörte, rief: Hey, was macht ihr da? Die Freunde antworteten: Jesus, unser Herr, braucht den Esel. Wir bringen ihn später zurück. Da ließ der Mann sie gehen. Die beiden Freunde brachten den jungen Esel zu Jesus. Sie legten ihre Kleider auf das Tier. Und Jesus setzte sich darauf. So gingen sie in die Stadt Jerusalem hinein. Die Leute sahen sie kommen. Viele breiteten ihre Kleider wie einen Teppich auf der Straße aus. Andere rissen Zweige von den Büschen und Bäumen ab und streuten sie auf den Weg. Mit den Zweigen winkten die Leute Jesus zu. Sie gingen vor und hinter ihm her. Sie riefen: Hosianna! Sei gegrüßt und gesegnet! Du kommst im Namen Gottes! Mit dir kommt das Königreich Gottes! Du bist unser König! Hosianna in der Höhe! Die Leute in Jerusalem waren sehr aufgeregt und redeten darüber. Einige fragten: Was ist denn hier los? Wer ist das auf dem Esel? Andere antworteten: Das ist Jesus aus Nazareth in Galiläa. Er ist der große Prophet. Über ihn steht in der Bibel: Sagt Jerusalem, schau, dein König kommt zu dir. Er kommt dich mit Gewalt. Er reitet auf einem Esel. Sieht er